Hallo und schön, dass ihr bei World of Tanks wieder dabei seid. Heute mit der ISO 152 von Serega 89 Tanki. Und Karte ist Minen. Top-Tier ist er. Und ich selber muss ja sagen, ich mag diesen Panzer wirklich gern, weil er einfach dieses unglaubliche Teil von Kanone vorne dran hat. Das ist einfach abstrus, was da teilweise für einen Schaden mit dem Achter gemacht werden kann. Und ja, dementsprechend müssen wir da natürlich mal reinschauen. Minen ist natürlich typisch, dass man als TD sich erstmal hinten aufhält und das hat er scheinbar vor. Die Mitte, da wird schon der Chaffee, hier ist 3, aber der Gegner stürmt hier schon hoch. Sein Team hatte da keine Chance, das zu verteidigen. Cromwell AMX. Da ist alles am Start, was man so am Start haben kann. Und er hat sich jetzt hier seinen Busch ausgeguckt und fängt jetzt mal das Aimen an. So, und da der FV hat hier noch das Glück, dass er nicht zu weit vorguckt. Okay, ich glaube, jetzt hat er Pech. Ja, und dementsprechend der erste 750er Schaden, der hier einfach mal sein Ziel trifft. Und das ist einfach diese Stärke von dem Panzer, dass er hier so ein unglaubliches Schadenspotenzial hat. Der Cromwell wäre sogar One-Shot und der ist es auch. Ja, Cromwell. Mit einer ISO legt man sich halt nicht an. Und gerade wenn sie da schon offen ist, dann darf ich da halt einfach nicht nochmal rausfahren. Und jetzt M6, ne? Komm schon, auch du wärst ein schöner One-Shot. Und auch der bekommt die Kanone zu spüren, aber war kein One-Shot, sondern eben natürlich hat der mehr Hitpoints. Also von dem her braucht er dafür 2 Schüsse. Na, auf dem Hügel was, worauf er schießen kann. Oh ja, da ist ein One-Shot, da ist ein One-Shot. Da ist, da war der One-Shot. Sechs zu sechs. Der hier, ah. Oh, da war das Munitionslager weg. So, doch geht auch ein One-Shot, auch wenn er mehr Hitpoints hat, als er eigentlich machen könnte. Aber so funktioniert es dann ja doch. So, da oben kommt er nicht drauf, aber da kommt jetzt der Tiger und auch der ist weg. Jeder Schuss ein Treffer. So kann man es auf jeden Fall resümieren bis dato gefühlt. Er hat bisher auf 5 Panzer geschossen, davon 4 zerstört. So, der IS, der sucht das Glück in der Ferne, der haut auf jeden Fall mal ab. So, es sind noch 5 gegen 5. Also es ist noch alles drin für beide Teams. Der Gegner hat sogar noch 3 Achter, sein Team nur 2. Also tendenziell ist hier der Drops noch für niemand gelutscht. Und jetzt hoffe ich für ihn, dass der IS-3 hier in die Mitte guckt oder dass er irgendwo Schaden auf jemanden machen kann. Der FV wäre natürlich schönes Ziel, der sich jetzt auch noch droppen lässt. Sehr interessant. Der fährt auf jeden Fall in seine Richtung, wie man sieht. Er darf sich nur nicht umfahren lassen. Jetzt muss er echt aufpassen. Da ist der FV offen. Auto-Aim ist drin. FV setzt da den ersten Hit. Und er setzt da den ganzen direkt ein Ende.
Also auf den AMX 1375 kommt er nicht drauf. 11:12 für das Gegnerteam. 11:13. Wo ist der ES3? Der kommt da einfach nicht rum. Oh, jetzt ist er alleine gegen alle anderen drei. Jetzt ist unschön mit einem starren Turm. Wenn da einer irgendwie gut umfährt, dann hat man keine Chance mehr. Jetzt ist die Frage, wo kommt der Erstmögliche? Tendenziell braucht er für jeden nur einen Schuss. Das ist schon mal sehr positiv. Da ist er. Ja. Da braucht er nur einen Schuss, hat sich erstmal den Krieger gesichert. Jetzt ist die Frage, wo kommt der andere Tiger und wo bleibt der AMX? AMX ist auf dem Hügel. Eigentlich hat er jetzt hier die sehr gute Möglichkeit, ihn hier zu spotten. Aber er wird jetzt wohl sein Glück vorne versuchen. Fährt jetzt also Richtung Tiger und 1375, wo sie zuletzt waren. Von da oben kommt wohl nix. Und jetzt sucht er wirklich aktiv den 1375. Also das ist mutig, da jetzt nach vorne zu fahren bei zwei Gegnern. Eigentlich ist ja der Gegner derjenige, der jetzt hier Gas geben müsste. So, mal vielleicht den Spot hier runter. Einer steht im Cap. Hier geht keiner auf, also wird auch hier erstmal keiner sein. Sondern da hinterhalb. So, und jetzt gleich mal den Blick Richtung Cappoint, schätze ich mal. Wichtig wäre jetzt natürlich der Kill. Zeit hat er. Da braucht er sich nicht hetzen. Aber ich denke auch mal, dass derjenige, der Cap nicht hier vorne stehen wird. Sondern eben hinterhalb der Gebäude. Der droppt nach unten. Und jetzt Richtung Cap. Nur die Frage, wer von den beiden hier drin steht. Cleverer wäre eigentlich der Tiger, aber vermuten tue ich den AMX. Er fährt jetzt ganz außen entlang, sodass er hier nicht den Cap unterbricht, dass der Gegner nicht weiß, dass er jetzt hier gleich auftaucht. Ah, da ist der Tiger. Da ist er offen. Da konnte er den ersten direkt schön Volley nehmen. Obwohl er da lange offen war, hat der Tiger hier keinen Schuss auf ihn gesetzt. Und jetzt versteckt er sich erstmal seines Zeichens hinterm Haus. Hat jetzt durchgeladen, fährt also jetzt durchs Haus durch und nimmt ihn raus. Sehr schöne Aktion. Und jetzt ist die Frage lediglich, wo ist der AMX? Da ist er. Oh, jetzt ist er mit Schwung da dran. Nein, er bleibt stehen. Das ist das AMX 1375 tot, wenn er durchgefahren wäre. Mit ein bisschen Schwung, ein bisschen Glück natürlich auch. Dann hätte er ihn umfahren können und hätte ihn hier klar gemacht. So hat er die Runde mit 6573 Damage beendet und hat sich 98 Defense Points auch noch geholt. Feine Sache, hat er gut gemacht. Schöne Runde von der ISO. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.